Was hier wie ein Horrorfilm anmutet, ist in Wirklichkeit aber völlig harmlos. Die Spinnen, die hier auf der Wiese ihre Heimat gefunden haben, sind das Werk eines kreativen Mannes. Die Idee zu den weithin sichtbaren Gliederfüßern ist denkbar einfach. Die Tochter meiner Lebensgefährtin, die hat das Korbflechten in Lichtenfels gelernt. Und die ist relativ talentiert, sag ich jetzt mal. Und durch das Korbflechten sind halt immer Reste angefallen. Und da habe ich mir gedacht, die müssen wir irgendwann mal verwerten. Und ich war zu der gleichen Zeit in den Staatsfassen als Selbstbauer für Brennholz. Und da haben die große Douglasien gefällt. Und die Beine von der Spinne sind Douglasienäste, die sind teilweise 5-6 Meter lang. Und als ich mir die so angeschaut habe, kam mir gleich die Idee mit der Spinne. Auch so kann man Holzabfälle verwerten. Kaum standen die beiden Tierchen auf der Wiese, kamen schon die ersten Reaktionen. Viele bleiben mit dem Auto stehen und bewundern die Arbeiten. Man sieht ja, dass ständig irgendwelche Leute hier sind und Bilder machen wie die Verrückten. Mit Kindern, mit der ganzen Familie. Also sie hat schon großen Zuspruch. Ja, da kamen Leute, die haben von hier vom Parkplatz aus ins rübergelaufen, haben die Spinne erst mal richtig, also näher, wenn größer gesehen. Die haben sich überhaupt nicht mehr eingerichtet. Die haben 10 Minuten gelacht und haben sich hergesetzt und waren total begeistert. Überall werden Fotos schon geteilt und bewundert. So langsam entwickelt sich die Wiese zum Anziehungspunkt. Für Matthias Schaller kein Problem. Er denkt die Sache sogar schon weiter. Vielleicht ein großes Spinnengehege? Ein Spinnenpark jetzt direkt nicht. Aber jetzt habe ich gedacht, für mich ist das jetzt, sag ich mal, nicht unbedingt was Besonderes. Aber wenn die Reaktion von der Bevölkerung schon so groß ist, habe ich gedacht, jetzt mache ich mal ein richtiges Projekt mit Resteverwertung. Und es wird was Größeres wie das hier, auf jeden Fall. Mehr ist dem sympathischen Herrn aber doch nicht zu entlocken. Es bleibt also spannend. Bis dahin sorgen die beiden Spinnen für beste Unterhaltung bei Groß und Klein.